Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Gold Rush The Game, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir werden uns jetzt direkt ranmachen, denn heute wartet wieder eine Menge Arbeit auf uns. Wir haben ja letztes Mal hier komplett den Diesel überall fast nachgefüllt gehabt und können jetzt heute nochmal gucken, dass wir hier ordentlich Gold ranschürfen. Ich hoffe, dass wir das hinbekommen. Oh Gott, warte, anhalten nochmal. Ich habe vergessen, hier einen Eimer reinzusetzen. Das müssen wir natürlich machen. Das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Und ich hoffe, dass ich hier heute die Steuerung vom Bagger wieder deutlich besser hinbekomme. Wir sind ja letztes Mal schon echt ziemlich gut da reingekommen in die ganze Sache. Oder besser gesagt, ich bin da ganz schön gut reingekommen, ja. So, und dann werden wir mal gucken, ob wir das Ganze hier noch ein Ticken besser hinbekommen, ja. So. Zack, und dann schauen wir mal, dass wir hier... Schön. Oh Gott, jetzt habe ich wieder daneben gehauen. Ist aber nicht schlimm, weil da sammelt sich ein Hügel an. Den können wir nachher nochmal nachträglich dann reinhauen. So. So, wir müssen die Schaufel einen kleinen Ticken so weiter biegen, damit ich hier besser buddeln kann. Ja, ihr seht das schon, ne? So kriegen wir auf jeden Fall viel mehr mit rein. Oh Gott. Nee, das wollte ich nicht. So, wir müssen nämlich jetzt gucken, dass wir hier das mit der Schaufel möglichst vernünftig reingeschüttet kriegen, ja? So, jetzt haben wir schon mal die optimale Länge vom Bagger. Jetzt wissen wir schon mal, okay, so und so müssen wir das machen. Übrigens, wir haben Leute gesagt, genau, dass man den mit dem Controller steuern kann. Das Problem ist allerdings, die Kamera, kann ich die nicht irgendwie umstellen, dass die dann besser ist? Nee, ne? Warte mal. Nee, man kann die Kamera nicht umstellen dann. Wartet, ich guck mal, ob ich die... Ja, vielleicht kriege ich das so hin. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das so hinbekommen. Ich wollte nämlich jetzt heute mal mit dem Controller das Ganze testen, ja. Und so, okay. Oh je. Da muss ich mich aber erstmal dran gewöhnen, Leute. Aber ihr habt recht, das ist schon echt auf jeden Fall deutlich. Also mit dem Controller geht es auf jeden Fall einfacher von der Hand. Ja, also mit dem Controller, ich glaube, wenn ich mich da so ein bisschen dran gewöhne und das besser hinbekomme, da brauchen wir jetzt heute mal so eine kleine Übungsfolge, würde ich mal jetzt schwer behaupten. Dann kriege ich das auf jeden Fall hin. Das sollte auf jeden Fall klappen. Ich muss halt nur daran gewöhnen, wie ich den bewegen muss, den Stick immer, wenn ich irgendwas hier machen will. So. Zack. Ja. Also mit dem Controller ist ja richtig geil, Leute. Das kann man ja richtig easy steuern quasi. Oh Gott, komm schon. Ja, das ist echt easy, Leute. Danke für den Tipp auf jeden Fall an alle, die das mir geschrieben haben. Ich soll es mal mit dem Controller versuchen. So. Ja. Ich bin gerade ein bisschen ruhiger, weil ich muss mich da erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Aber mittlerweile habe ich den Dreh, glaube ich, schon so ein bisschen raus. Ja. Ey, das ist... Ich bin gerade total beeindruckt, wie kinderleicht der Bagger mit dem Controller zu steuern ist, Leute. Junge, so kannst du ja mega krass schürfen. Also so, Leute, schaffe ich das auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier... Dass wir hier auf jeden Fall ordentlich was rausbekommen. Oh, komm schon. Durch da. So. Und jetzt müssen wir den Arm einziehen, ne? So. Und hier muss der hoch. Genau. So. So ist die Steuerung auf jeden Fall viel besser. Kannst aber... Hä, warum kann ich mich denn nicht weiter drehen?
Er will sich nicht weiter drehen. Ich drehe mich mal in die andere Richtung. Vielleicht spinnt das da gerade in der Richtung. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal, ob das jetzt in die andere besser geht. So, ja, in die andere geht's. Ja, da hinter mir ist ein Hügel, deswegen. Ja, da müssen wir jetzt gucken. Oh Gott. Dass wir hier mal den Hügel hinter uns abbauen, je nachdem. Ja, oder ich muss mal gucken, dass ich ein bisschen vorwärts fahre. Guck mal, so kann ich die Schaufel öffnen und schließen, ja. Ich muss nur mal kurz gucken, Leute, dass wir hier eben einen Ticken weiter nach vorne fahren oder nach hinten. So. Okay, jetzt sind wir wieder hier im Baggermodus, ne? Jetzt gucke ich mal eben ganz kurz, dass ich hier auf dem Boden das irgendwie wegkriege. So, wartet mal. Die klappen wir auf. So, dann gehen wir was höher. Ziehen den hier was ran. So. Genau so. Genau so. Ich will das nur von der anderen Seite. Das ist besser. Oh Gott, der, das ist keine gute Kameraeinstellung. So, dann machen wir das lieber so wieder. Zack. Da hauen wir nämlich jetzt den Kram da unten rein. Und dann können wir das viel besser steuern. Ah, warte. Nee, nee, nee. Oh Gott. Das ist jetzt gerade echt ein bisschen... Also das einzige Problem beim Controller, würde ich jetzt behaupten, oder das Schlimmste, ist wirklich die Kamera. Die Kamera ist echt grauenhaft. So. Genau. Zack. Sehr schön. So, mal gucken, ob wir das jetzt irgendwie noch besser hinbekommen. Mit der Kamera. Nee, er will die jetzt nicht mehr auf die andere Seite machen, ne? So. Müssen wir natürlich gucken, dass wir hier möglichst viel mitnehmen, ja. Ich weiß auch nicht, wie viel wir da jetzt gerade aktuell haben im Eimer. 54. Nee, 65. Okay, Leute, ich muss das auf jeden Fall, also mit dem Controller noch so ein bisschen üben, die Steuerung. Aber wenn ich die hinbekomme, dann sollte das eigentlich alles gar nicht mehr so problematisch sein. Oh Gott. So. Ja. Ich kriege damit auf jeden Fall ordentlich nachgefüllt, ne? Muss man sagen hier. Das einzige Problem ist jetzt gerade echt die Kamera, weil die ist echt... Die hat sich jetzt beschissen eingestellt. Also so wie die vorhin war, war die besser, fand ich. So, und rein damit. So. Da sehe ich schon schön das Gold. Leute, ich sehe schon schön das Gold hier in unserer Erde, die wir hier gerade rausholen. Damit werden wir sehr viel Gold bekommen. Wartet ab, Freunde. Wartet ab. Ich spüre schon, dass das Zeug, was ich hier gerade hole, das Richtige ist. Glaubt mir. Vertraut mir, Leute. Oh Gott. Und du auch, Bagger. Hoch mit der Schaufel. Hoch damit, so, zack und rein da. Ich glaube, jetzt kann ich gleich aussteigen, ja. Es macht, glaube ich, nicht mehr viel Sinn. Ja, wir steigen aus. So, wir müssen jetzt schnell hier die Maschine anhalten. Oh Gott, und wieder überall Erde. So, vielleicht schaffen wir heute noch einen zweiten Clean-Out, trotz dass ich mit dem, wie heißt es, mit dem Bagger arbeite. Das ist aber nicht so schlimm. Also der Bagger ist echt gut, Leute. Danke für den Vorschlag, der Controller.
Für den Bagger meine ich natürlich. Der ist echt gut. Also danke für den Vorschlag. Da muss ich auf jeden Fall mal schauen, dass ich da dranbleibe und das weitermache so. Das braucht nur ein bisschen Übung. Man muss sich nur dran gewöhnen, aber ich komme damit ganz schnell gerade zurecht. Und das ist ein sehr gutes Zeichen, weil wenn ich dann den Rest hinkriege, sollte das eigentlich gar kein Thema mehr sein. So, wir gucken jetzt, dass wir hier alles erstmal anschalten und so, zack. Die Maschine ist auch an und Wasser muss noch rein. So, sehr schön. Das haben wir auch und rein damit. So, dann bin ich ja mal gespannt, wie viel Unzen kriegen wir jetzt hier raus. Wir hatten so knapp 9000, kann man sagen. Oh, schon eine Unze haben wir bekommen. Okay, er ist fertig. Fast anderthalb Unzen haben wir rausbekommen. So, zack, das wieder einschalten. Hier wieder drauf, so, Motor an. Ja, das ist die Kameraeinstellung, wie ich sie vorhin hatte, ne? Habe ich mich vertan, glaube ich. So. So müsste das eigentlich klappen, Leute. Ah, warte. So. Da nimmt aber wenig Material raus, habe ich das Gefühl. Da ist die Schaufel schon voll, ja, so wie es aussieht. Ja. Da kippt er die Hälfte daneben. Kann aber auch nicht sein, ne? Kann eigentlich nicht sein. Müsste ja eigentlich viel Material haben. So, jetzt hat er ordentlich reingespeist dort. Schon mal ein sehr gutes Zeichen ist. So, oh Gott. Zack. Ja, sehr gut. Also ich glaube, wir kriegen noch einen Cleanout, wenn ich mich anstrenge hin. Ja, das ist nur so eine kleine Umgewöhnungssache jetzt noch mit dem Controller. Aber so mittlerweile weiß ich schon, wie ich den steuern muss, den Bagger. Also man muss immer ein bisschen so in die entgegengesetzten Richtungen arbeiten. Ja, da habe ich jetzt wieder ein bisschen verkackt so, ne? Na, komm schon. Da jetzt eine ordentliche Schaufel bekommen? Ich glaube nicht, ne? Ja, ich hoffe aber trotzdem, dass sie noch was an der Steuerung machen, weil die ist echt wirklich sehr sperrig. Also, im Bagger hier zu steuern, das ist schon echt mit einer kleinen Kunst, finde ich, verbunden. So. Ah, so. Zack. Ah, 37% hat der Eimer. Ah, komm. Hey, klapp dich aus. So, zack. Haben wir 62 drin. Ja, wenn ich erst einmal richtig schnell bin, dann geht das eigentlich. Aber das Gute ist, es ist jetzt gerade dunkel. Und ihr könnt trotzdem was sehen, ne? Ihr seht ja trotzdem, was ich hier mache. Ja, so langsam, aber sicher sollte das jetzt mal klappen hier. Ja. Oh, nicht zu viel verschütten, Kevin. Oh Gott, was mache ich da?
Nicht dahin. So. Na komm, das muss reichen. So, ja, da haben wir schon wieder was gut rausbekommen. Das ist schon mal gut. So. Ja, haben wir wieder gut was bekommen hier. So, dann wollen wir mal gucken, ob das klappt. Ja, ich habe ein bisschen was daneben fallen lassen. Ah, ne, da war noch was drinne. Naja, ist nicht schlimm. So, jetzt haben wir da wieder was. So, dann schauen wir mal. Schön da drüber bewegen. Sehr gut, da haben wir wieder ein paar Prozent reinbekommen. So, dann holen wir nochmal was. Wir werden übrigens in der nächsten Folge mal in die Stadt fahren und dann mal gucken. Ob wir von dem Gold, was ich habe, und dem Geld, was wir dann da rausbekommen, ordentlich irgendwas kaufen kann, ne? Müssen wir auch mal schauen, Leute. Das bringt ja nichts, wenn ich jetzt die ganze Zeit hier nur Gold schürfe und wir keine besseren Maschinen oder so ranholen, ne? Wir schauen dann mal, ob wir uns da irgendwas leisten können. So. Ah, noch zwei Schaufeln. Also jetzt noch eine. So, die haben wir auch, ja. Die hauen wir jetzt hier auch noch rein. So, dann steigen wir jetzt schnell aus dem Bagger. Boah, dass er nicht über diese Hügel einfach drüber laufen kann, ne? Über die Erde, das ist grauenhaft. So, dann nehmen wir das raus. Hauen das wieder hier rein. Zack, schalten die Maschine an. So. Ja, danach müssen wir auch mal die ganzen Generatoren und alles wieder ausmachen. Wir haben jetzt mittlerweile hier auch schon bald 100% drin. Da bin ich auch mal gespannt, was wir aus dem Feinen rausbekommen. Dafür muss ich mir nämlich eine Maschine kaufen. Und die will ich in der nächsten Folge holen. Ihr könnt mir ja schon mal schreiben, wie die Ingame heißt, wenn ihr das wisst. Aber wir können auch gucken, dass wir so langsam aber sicher dann auf T3 hinarbeiten. Ne? Wir sind ja gerade auf T2 Equipment. So, zack. Kriegen wir da nochmal ordentlich Gold raus. Das sieht nach einer richtig schlechten Ausbeute aus gerade. Ah, jetzt geht's eigentlich. Zum Ende hat's nochmal so ein bisschen angezogen, ne? So, jetzt ist fertig. Ah, jetzt haben wir fast 12 Unzen. So. Das Ding stellen wir ab. Den machen wir auch aus. So. Dich machen wir auch aus. Und dich auch. Und dich machen wir auch aus. So. Oh ja, sehr gruselige Musik abends. Ich würde sagen, wir schlafen mal lieber bis zur Dämmerung. So, jetzt ist nämlich wieder Tag. Ja, meine lieben Freunde, würde ich sagen, jetzt macht es keinen Sinn mehr groß, heute weiterzumachen. Ich bin auf jeden Fall mit dem Bagger besser klargekommen als beim letzten Mal, muss ich ehrlich mal gestehen, Leute. Also, das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Also, ich komme mit dem echt sehr, sehr gut klar, so wie das jetzt war, also mit dem Steuern. Und dann würde ich einfach mal sagen, meine lieben Freunde, wir sehen uns einfach im nächsten Part von Gold Rush wieder. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr natürlich gerne, wenn ihr wollt, ein Däumchen nach oben da lassen und Feedback in den Kommentaren. Und vielen, vielen Dank nochmal für eure ganzen Hinweise in den Kommentaren mit der Steuerung und allem. Es macht jetzt auf jeden Fall nochmal viel, viel mehr Spaß. Und dann sehen wir uns zum nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.